Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, wir zocken alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Tic Tac. Tic Tac 2 habe ich schon gezockt und da hat mich in den Kommentaren jemand darauf hingewiesen, es gibt ja da noch Tic Tac 1 am NES, nämlich in japanischer Version und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, deswegen hier im Nachholen Tic Tac 1. So, hüpfen wir gleich mal rein. Was müssen wir hier machen? Graben. Und Gegner aufblasen, wieder so wie beim zweiten Teil. Aber alles ein bisschen anders. Hat sich von der Grafik beim zweiten Teil eigentlich ziemlich viel getan, kann man sagen. Oh, der hat mich fast bekommen. Und den auch noch aufblasen. So, ne? Der möchte da jetzt abhauen. Keine Chance. Wird auch aufgeblasen. Alles aufgeblasen. Stage 2, bitte. Gut. Und aufblasen. Sehr gut. Den da machen wir auch. Oh, der kommt da schon von alleine rüber. Und tschüss. Ah, habe ich nicht gesehen. Da hat mich der von der anderen Seite weggebrezelt. Okay. Naja, kann passieren, kann passieren. Sollte nicht. Nach unten, aufblasen. Kommt wieder Drache. Drache kommt schon. Okay, der spawnt da jetzt. Oh, keine Chance. Weg damit. Gut, Round 3. So, okay, dann gleich da rauf und auflassen. Keine Chance hier lassen. Hier. Und Drache weg. Weg mit dem Drachen. Keine Chance gegen mich hier. Ja, oh, da kommt von unten einer. Schnell weg und BAM! Tschüss, Baba. Und auf Wiedersehen. So, okay. Nächste Runde. Aufblasen hier. Mal kurz flüchten müssen hier. Bevor ich hier weggebrezelt werde. So, da. Aufblasen. Und nächsten gleich dazu. Okay, Stress. Ja, also für 1982, verdammt gutes Gameplay, würde ich mal sagen. Aha, warum kann ich da durch die Wand schießen? Weiß ich nicht, ist mir egal. Hauptsache, nein. Nicht entwischen hier. Die dürfen wir nämlich nicht entwischen, wenn sie da rauskommen. Habe ich gleich verloren. Nächster. Und einer noch, komm an. Weg mit dir. So. So geht das. Runde 5 abgeschlossen. Ja, ich gebe zu, ich spiele es nicht zum ersten Mal. Ich habe mich vorhin schon ein bisschen warm gespielt. Das war knapp. Richtig knapp. Bin gespannt, ob es da noch irgendwann einen Endboss oder irgendwas. Irgendeine Änderung in der Mechanik gibt. Komm her. Nix da. Mich mit Feuer anspucken. Darf das Original nur noch zerplatzen? Okay, das ist jetzt irgendwie. Es wird immer härter irgendwie. Okay, ist jetzt keine Überraschung, dass es schwieriger wird, aber. Und nächsten. Und nächsten. Na! Ich muss schlechten, das geht so nicht aus. Na. Keine Chance. Puh, okay, ich hab noch einen Versuch. Aber ich habe mich doch echt gut, ich habe mich schon gut gehalten, oder? Ich will mich ja nicht selber loben. Wobei, eigentlich will ich mich selber loben, warum denn nicht? Nein, er ist mir entwischt, verdammt. Aber ich hab noch ein Leben, oder was? Ihn aufblasen. Tschüss. Ich habe noch gesehen, er kann da raus und. Nein. Also sind so viele. Runde 8 ist nur noch für Experten und ich bin definitiv kein Experte, wenn es um Tic Tac geht. Tic Tac ist die neue Taktik. Ist mir schon klar, Schatten anders. Okay, versuchen wir es nochmal.
Jetzt hätte mich der fast mit Feuer gegrillt. Man kann relativ nah rangehen. Okay, so nah auch nicht. So nah auch nicht. Aber ein bisschen zu nah. Okay. Wenn ihr euch fragt, warum ich manchmal so komisch steuere, dann die Eingabe ist irgendwie ein bisschen eigenwillig. Und tschüss. Hehe, erwischt. Wie lange spiele ich denn schon? 5 Minuten. Jedes NES-Game, 10 Minuten ist das Format hier. Und ist so ein gutes Spiel, aber viel mehr als 10 Minuten werde ich glaube ich da nicht zocken. Kann man aber auch heutzutage noch einlegen, das Game, sage ich mal. So zum Spaß, ein bisschen eine Runde, für ein, zwei Runden. Ist voll okay. Gibt's viele neue Spiele, die schlechter sind, sage ich mal, sagen wir mal so. Da weiß man wenigstens, was geht. Monster aufblasen. Graben. Komm an, und geh noch rein. Und da flüchte ich raus. Warte, bis der da kommt und zack, fertig. Next round, bitte. So, da. Machen wir den so wieder. So, und gleich drauf, aufblasen hier. Mist. Mist wollte ich sagen. Mist. Ich wollte nicht verkackt sagen. Ich wollte Mist sagen. Game over. Okay. Ja, viel Spielauswahl gibt es hier nicht. Also, das war's eigentlich. Es gibt noch einen Zweispielermodus, aber ich habe keinen zweiten Spieler, also kann ich den nicht ausprobieren. Wenn ihr den Zweispieler-Modus kennt, könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, wie das so ist. Interessiert mich immer. Generell, wenn ihr irgendwelche Trivias habt, zu egal welchem Spiel, immer gleich drunter kommentieren. Ich mag sowas. Oh nein. Nein, 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 nein. Aufblasen, aufblasen, aufblasen. Erwischt. Ist jetzt der letzte Versuch, glaube ich. Sehr gut aufgeblasen, das Zeug hier. Aufgeblasen, das Zeug hier. Schnell nach oben flüchten. Reagiert die Musik auf meine Bewegung eigentlich? Und registriere ich das ist jetzt? Moment, muss ich ausprobieren. Ah ja. Die Musik geht nur, wenn ich gehe. Auch nicht so ähnlich, oder? Ein blöder Fehler gewesen. Das ist einfach so ein Steuerungsfauxpas wieder gewesen. Ein Steuerungsfauxpas. Manchmal wundere ich mich selbst über die Worte, die ich verwende. Ja, dieses Steuerungsfauxpas, keine Ahnung. Dieses Spiel reagiert irgendwie ganz komisch. Von der Steuerung her. Nein. Puh. Knapp als Knappwurst, Leute. Knapp als Knappwurst. So, da. Ein bisschen geht noch. Weg damit. Na. Na. Ja, da war ich in der Falle. Da war ich jetzt in der Falle. Was soll ich denn da machen? Was soll man denn da machen? Gut, sagen wir. Das war's. Das war Tic Tac 1 am NES. Ein interessantes Game, würde ich sagen. Interessantes Game. Ich schaue mir immer noch zum Schluss das Cover ein bisschen noch genauer an. Ich habe jetzt das richtige NES-Cover nicht gefunden, aber das kommt wahrscheinlich so circa hin. Der Typ, der alle aufbläst, ein Screenshot drauf, der irgendwie verzerrt ist, warum auch immer. Der komische Drache, der Feuer speit und diese japanische Schriftart. Ja, da gibt's nichts zu meckern. Ist ein schönes Cover. Und eigentlich kaum zu glauben, Leute. 1982 Copyright von dem Spiel. Das ist nun schon eine verdammte Weile her.
kann man schon so sagen. Ja, kann man heute noch spielen, Leute, zieht euch das rein. Wenn ihr mit einem Spaß hattet, dann wisst ihr schon, was ihr zu tun habt. Liken, Daumen hoch und so weiter. Aber was mir am allerwichtigsten ist, immer kommentieren, da freue ich mich am meisten drüber. Ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.